In der mit 6.142 Zuschauern ausverkauften Olympia-Eissporthalle trafen Yannick Seidenberg, 8., John Matsumoto, 28. und Michael Wolf, 38., jeweils in Überzahl, ebenso Nicola Petersen für die Eisbären, 44. Erst Münchens Patrick Kager, 51., traf bei personellem Gleichstand. Seidenberg sagte bei Sport1, unser Powerplay hat einfach super funktioniert, wir haben Berlin stark unter Druck gesetzt. Das Wichtige ist, dass wir als Mannschaft funktionieren. Das haben wir heute gezeigt. Zum Auftakt hatte der Meister der beiden vergangenen Jahre vor eigenem Publikum mit 3:4 verloren, die Niederlage aber durch ein 5:4 bei den Eisbären wettgemacht. Spiel 4 findet am Freitag in Berlin statt, 19:30 Uhr, Sport 1 und Telekom Sport. Zum Gewinn des Titels sind 4 Siege nötig. Video: Das kann doch alles nicht sein, so erlebte Eurosport das Finale.